Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS17 Landwirtschaftssimulator 2017 auf der PlayStation 4 auf der Karte Gold Quest Rally. Und wir machen heute Gras. Genau. Die Kühe haben Hunger, die wollen Gras fressen. Ich habe hier schon zwei Traktoren zu stehen. Einen habe ich schon mit dem Ladewagen bereit, der steht schon neben der Wiese. Und ich würde sagen, wir fahren mal mit den Fendt als erstes zur Wiese. Und weil die Wiese auf dem normalen Feld eigentlich ist, können wir das Ganze mit einem Helfer machen. Ich zeig das gerade mal. Also ich habe jetzt hier den 700er Fendt Vario. Das ist ja den, was ich sonst immer eingesetzt habe mit der Erntemaschine. Unsere Erntemaschinen sind jetzt größer geworden. Und deswegen setzen wir den jetzt woanders ein. Der ist jetzt beim Kuhstall. Heute muss er mal Gras mähen. Mal schauen, ob er das kann. Natürlich kann er das, aber ich glaube, das hat er hier noch nie gemacht auf der Karte. Okay, und dann haben wir hier auf der anderen Straßenseite, haben wir da schon die erste Wiese. So, wir fahren da einfach zwischen den jungen Bäumchen da durch. Und da kann man so ganz leicht erkennen, wo mal das Feld war. Und ja, ein bisschen Gras ist da schon gewachsen. So, wir machen das Ganze mal an. Wir können das natürlich, habe ich gesagt, mit dem Helfer machen. Ich zeige das gerade mal. Jetzt starte ich einfach mal den Helfer. Der fährt jetzt vor, hält an, macht das andere Mähwerk an und fährt da eigentlich los. Okay, wir nehmen jetzt, das ist natürlich unsere neue Maschine hier. Die nehmen wir aber jetzt nicht. Es ist noch zu kalt, wir können die noch nicht starten, aber das kommt natürlich noch. Hier auf der anderen Seite steht schon der 800er Favorit mit dem Ladewagen, mit dem großen. Der wird dann das Gras einsammeln. Und wir brauchen jetzt natürlich den kleinen, genau, Deutz. Da habe ich einen Schwader dran. Auch der geht da los. Und auch das können wir mit einem Helfer machen lassen. Und da muss ich eigentlich bloß mit den 800er Favorit, mit den Ladewagen, das Gras aufsammeln. Ganz easy. Wenn wir natürlich Gras auf dem Feld haben. Das geht natürlich nicht am Feldrand oder so, das erkennt der Helfer nicht. Aber das Feld erkennt er und da mäht er auch ganz automatisch. Kannst du mit dem Zitter, also kannst du mit dem Heuwender drauf oder hier mit dem Schwader drauf. Das Einzige, was natürlich nicht geht, der Ladewagen geht natürlich nicht allein. Das erkennt er natürlich nicht. Oh. Das habe ich nicht kommen sehen. Immer schön schauen, liebe Kinder. So. Jetzt setzen wir einfach, jetzt starten wir da einfach mal den Helfer. Auch der fährt hier ganz easy peasy nach vorne. Und fängt dann da alleine an. Einfach schauen, damit sie sich vielleicht nicht ins Gehege kommen. Aber das sollte theoretisch nicht passieren. Außer ich stehe jetzt im Weg. Da fährt er dann auch nicht weiter. Er fährt mich meistens nicht um. Ab und zu versucht das schon. Okay, jetzt kommt der andere hier vorbei. Ich besorge den gerade noch im Vorsprung. Das ist jetzt hier auch nicht eine Riesenwiese oder so. Wir haben natürlich noch eine Riesenwiese gemacht. Und da weiß ich auch nicht, ob wir das. Aber eigentlich ist der recht zügig da unterwegs. Mit dem Mähwerk. Ob wir da noch ein größeres kaufen. Hinten vielleicht ein doppeltes, so ein Butterfly-Mähwerk. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So. Ich freue mich, kann ich mal den alten Fendt hier fahren. Das ist ja hier eigentlich so ein Kultobjekt. Der ist ja wohl sehr beliebt in der Landwirtschaft, habe ich mir sagen lassen. So, das Schild ist mal weg.
So, und schon können wir hier ganz alleine im Singleplayer mit drei Fahrzeugen gleichzeitig auf ein Feld quasi arbeiten und uns da Gras organisieren. Gras organisieren, okay. Frisches Gras für die Kühe besorgen. So, und da sehen wir auch hier für den 800er kein Problem hier mit den großen Strautmann-Ladewagen. Macht er souverän. Da geht natürlich ordentlich was rein. So, jetzt glaube ich, kommen sie sich doch ins Gehege. Das Mähwerk und der Schwader, oder nicht? Passen die aneinander vorbei? Ne. Ich hab's mir schon gedacht. Irgendwie sah das doch recht knapp aus. Aber ist ja wirklich knapp. Okay, vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen Vorsprung lassen. Aber das ist hier mal in 5 Minuten haben wir das hier eingesammelt. Wir können jetzt natürlich auch noch. Hätten wir noch Heu machen können, hätten wir natürlich noch einen dritten Traktor holen können, quasi einer, der noch das wendet, also mäht, wendet, auf den Schwad legt und vielleicht noch einer entweder mit dem Ladwagen oder mit der Presse kommt. Mit der Presse, mit der Ballenpresse. Die Presse ist ja sonst schon überall. Also wir werden hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gras ernten, wie die Kühe brauchen. Oh. Das ist jetzt natürlich super. Der ist natürlich ein bisschen unhandlich hier. Das kleine Stück. Ich muss natürlich jetzt da drauf. Sonst überspringe ich ja immer ein, aber jetzt haben wir noch gar nicht so viel. Also wir spielen ja übrigens noch mit Seasons Mod. Wir haben den fünften Frühlingstag. Ende des fünften Frühlingstages. Und ja, sind jetzt das erste Mal an Gras mähen. Wir müssen also noch ordentlich Sachen besorgen hier für die Tiere. Vielleicht müssen wir dann doch noch ein Feld mehr kaufen und da eine Wiese draus machen. Weil wir haben etliche Kühe und Schafe. Und die wollen das natürlich hier auch fressen. So, also der erste Schnitt. Es wird, glaube ich, drei geben. Maximal vier. So, und der alte Fan macht sich da noch recht gut. Ihr seht, der andere hat jetzt das Mähwerk auch oben. Es Der mäht nicht mehr das, was da übers Feld drüber hinaus ist, sondern bloß das, was auf dem Feld ist. So, wir haben jetzt da schon ordentlich. Ordentlich Gras bekommen. Jetzt ist die Frage natürlich, wollen wir da das zweite Feld. Die zweite Wiese auch noch mähen, weil so viel Gras brauche ich wahrscheinlich nicht. Oder wollen wir da Heu machen oder machen wir da irgendwie Ballen? Ballen wäre natürlich
könnten wir ein paar Heuballen machen. Wäre natürlich auch nicht schlecht, würde ich sagen. Müssen wir aber noch ein Fahrzeug mehr haben. Oder müssen nicht, wir haben einfach noch einen Arbeitsschritt mehr. So. Ich würde sagen, wir machen das mal hier fertig. Genau so. So nicht. Jetzt wollte ich eigentlich mit dem Teil, fahren wir mal zum Kuhstall, mal schauen, wie viel Gras sie eigentlich schaffen, die Kühe. Ja, das ist dann doch schon ein großer Anhänger und der Fendt hat irgendwie 240 PS oder so, ich weiß nicht genau. Aber wenn er erstmal rollt, rollt er. So, mal schauen, die sind schon ganz hungrig hier. Da wird natürlich wahrscheinlich gar nicht so viel reingehen, wie ich da. Cool. Für 3 Tage reicht das. Okay, jetzt habe ich gesagt, jetzt müssten wir natürlich einen Arbeitsschritt mehr machen. Also wir können das jetzt so machen. Aha, die ganze Ballentechnik ist ja nicht mehr hier. Die haben wir ja verlegt. Die ist ja alles da hinten. Also ich müsste jetzt... genau, den Zitter haben da. Dann machen wir da noch... machen wir noch Heu. Und die Heuballen können wir natürlich lagern. Wir können natürlich auch das Heu... wir haben eine Scheune, wir könnten auch da Heu lagern. Aber dafür müsste ich natürlich einen Ladewagen frei haben. Ich könnte natürlich das Gras hier reinkippen. Ins Silo. Silage vormachen, das würde natürlich auch gehen. Also, Ladewagen haben wir erstmal da stehen lassen. So, das machen wir dann auch ganz einfach. Der mit dem Mähwerk fährt da einfach los, macht es da alles platt, mäht da alles ab. Dann geht der hier drüber, dreht es alles um, dann ist es Heu. Und der mit dem Schwader legt es auf den Schwad. Und dann müssen wir uns überlegen, Ladewagen und in die Scheune oder Ballen und... und ins Lager hier unterm Dach. Wir haben das Dach aber noch recht voll, würde ich sagen. Also wäre am wahrscheinlichsten, damit wir es doch in die Scheune bringen, das Heu. Okay, und das geht da ruckzuck. 21 km/h donnert der da drüber. Wäre jetzt natürlich cool, wenn wir so ein Schmetterlings-Mähwerk hätten. Könnte auf die andere Seite auch noch. Hätten wir natürlich eine größere Arbeitsbreite. Jetzt hier für die kleinen Wiesen ist das ja noch ganz okay, sag ich mal. Aber für die große geht es natürlich auch. Wir brauchen einfach ein bisschen länger. Aber ja, wir lassen das so. Alles kann man auch nicht, wir können nicht alles neu kaufen hier.
Naja, könnten wir schon, aber. Okay, dann holen wir mal das gute Stückchen hier. Weiß gar nicht, die Arbeitsbreite von den Geräten ist nicht so extrem breit. 6 Meter rum, glaube ich, ist das immer so. So. Klappen wir das Teil mal aus. Müssen natürlich schauen, der mit dem lustig, hä? Aufpassen, wenn das da dreht, da sind ruckzuck mal die Finger weg. Der Traktor ist natürlich viel schneller wie der mit dem Mähwerk. So, ich bin jetzt extra so weit rüber gefahren, damit wir den anderen da noch ein bisschen Vorsprung verschaffen. Dann kann der das Gras da abmähen. Also ich bin dafür, damit wir das in den Ladewagen machen und in die Scheune bringen. Da haben wir noch Kapazität, da kriegen wir noch was rein. Und wir können es nachher einfach holen mit einem Anhänger, egal was. Was für ein Anhänger, also er muss es einfach laden können, aber da geht doch ein ganz normaler Drehschemel oder so. Oder wie wir letztens haben wir es auch gerade schnell mit einem LKW gemacht. So, einmal umgedreht und schon ist Heu. Wenn das in echt auch so gehen würde, würden sich da die ganzen Bauern natürlich freuen. So, jetzt haben wir noch den hier. Klappen wir das auch noch aus. Okay, und schon haben wir wieder drei Fahrzeuge hier, was wir mit einem Helfer fahren lassen können. Jetzt könnten wir zum Beispiel noch einen dritten Traktor holen, der könnte jetzt noch, mit dem können wir dann selber fahren und den Ladewagen vorspannen. So, aber da wir keinen Traktor in der Nähe haben, werden wir das so lassen und werden nachher den ersten, also wird dann der 700er Vario sein, damit wir den dann nachher nehmen und den Ladewagen eigentlich abkippen, ins Silo machen. Oh, jetzt kommen sie sich da in die Quere. Muss ich da mal schauen. Nein! Das habe ich mir schon gedacht. So, jetzt habe ich dasselbe Problem mit den Schwader auch da. Der kommt jetzt nachher auch schon da drüber. Wart schnell. Wart, 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 wart. So, jetzt sind wir zu schnell. Oh, jetzt dreht er schon wieder um. Okay, vielleicht sollten wir erstmal fertig mähen lassen. Oder wir kaufen doch so ein Schmetterlingsschneidwerk da, Mähwerk.
damit wir doch eine größere Arbeitsbreite haben. Jetzt haben wir irgendwie 3-4 Meter und die Dinger dann da 6-7 Meter hier, die anderen Geräte. Da müssen wir natürlich schon einen kleinen Vorsprung haben. So, Blondie, mach vorwärts hier. Die Leute warten. Ja, so viel ist ja nicht mehr. Okay, ich glaube, ich kann den dann schicken. So, und den hier auch. Easy. So, jetzt sollte es aber passen. Jetzt kommen die anderen aneinander vorbei. Der will natürlich auch los, oder sie. Autsch. So, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel sein. Jetzt muss das doch gleich mal fertig sein hier. Ja, vielleicht noch ein Streifen hier. Wie weit geht das? Ja, noch bis hier. Okay. Okay, irgendwie denken sie, sie sind da fertig. Also, mache ich den Rest selber da? Oder lassen wir das? Nein, wir machen es selber. Also, ich bedanke mich da. So, runterlassen, anmachen. So, mähen wir dann mal noch was weg hier. Das soll doch kein Problem sein. Okay, hier ist gut. Puh. Fahr wieder schnell zurück hier. So, die stehen sich da natürlich im Wege. Also ab und zu muss man dann doch noch helfen. Ist nicht so, damit der Helfer hier mega intelligent geworden ist. Es ist so, damit er besser ist. Ein bisschen. Aber ja. So, okay, da könnten wir eigentlich doch hier mit den 800er Favorit da noch den Ladewagen fahren. Da müssen wir das nicht machen mit dem 700er. Okay, ich glaube, er ist fertig. Er weiß es bloß noch nicht. So, der fängt er nämlich an und dreht wieder alles um. So, okay.
So, ich glaube, das sieht er noch. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.